Hallo Frank, das soll meine Videoantwort für dich werden. Wenn ich sage Frank, meine ich natürlich den Subrakor. Es gibt ja noch den Frank 1-Bit, der von mir nochmal gesonderte Videoantwort bekommt zum Folter-Talk. Aber da warte ich mal noch, ob ich noch was im Zugang habe. Mal schauen, ob das klappt. Ein bisschen Zeit ist ja auch noch bis dahin. Der Subrakor hat ja gerade sein Giveaway laufen. Ohne besonderen Anlass. Einfach nur mal so. Finde ich natürlich auch toll. Gleich mal vorweg eine Info von mir. Ich will auch eins starten. Entweder bei 900 oder bei 1000. Mal sehen, da lasse ich richtig die Goof liegen. Aber mal schauen. So, anlässlich zu dem Giveaway sollen wir noch kurz erzählen, wie man zu seinem YouTube-Namen gekommen ist. Oder wie es dazu gekommen ist, dass man sich mit Messern befasst und sich da vielleicht auch mal auf YouTube irgendwo mit darstellt oder identifiziert, wie auch immer man das ausdrücken möchte. Und da kann ich erstmal dazu sagen, dass es bei mir beim YouTube-Namen groß keine besondere Story gibt. Ich habe damals angefangen, 2009 bin ich der Sache beigetreten. Genau wie es beim Stefan war, der hat es gestern auch so gesagt, aufgrund dessen, dass er Musikfan ist. Ich bin auch Musikfan. Und für mich hatte das dann noch so einen kleinen Aspekt, dass ich mal so unbekannte Netlabels im Bereich Techno, Dark Techno, Industrial, EDM und wie es nicht alles heißt, Heavy Electro und so weiter, welcher Leidenschaft ich auch fröne, mal so ein bisschen so Promo mache, und da habe ich halt meinen Kanal darauf ausgerichtet. Zwischendurch gab es noch mal ganz andere Videos in einem Bereich, wo mir heute die Leute einen Vogel zeigen würden, wenn ich die Videos noch hätte. Aber mein Leben hat sich da in die Richtung völlig geändert. Ich habe in gewissen Sachen komplett das Interesse verloren. Ich habe mich mal eine Zeit lang mit Glas befasst, mit Glasblasen an sich und so weiter. Aber die Geschichte mit den Messern, die war schon immer bei mir ausgeprägt. Also zum YouTube-Namen bin ich folgendermaßen gekommen. Ich habe damals 2009 den Kanal erstellt und wollte dann eigentlich meine Initialen haben. Das wäre M für Markus, das S für den Nachnamen Siebert, und die 86 steht einfach für mein Geburtsjahr. Ja, ich bin 1986 geboren und habe eben die Initialen so gewählt. Eigentlich sollte das anders laufen, aber das war schon irgendwo vergeben mit MS86 noch irgendwo was. Und da kam dann von YouTube der Vorschlag Mr. MS86, und so habe ich das eben genommen. Ja, ich wollte da nicht irgendwo was Abgefahrenes oder sonst was, sondern eben was die Persönlichkeit oder allgemeinen Namen irgendwo in sich trägt und so weiter. Ich habe schon immer den beiläufigen Spitznamen Fetisch von Bekannten, aufgrund dessen, dass ich so einen Musikfetisch hatte. Und noch einen anderen, und zwar Iceman, aufgrund dessen, dass mein Vater früher im Kugeleisgeschäft war und noch für Family Frost gefahren ist und so weiter, hatte man mich Iceman genannt. Ja. Aber geblieben ist eben der Fetisch. Ja. Zu der Geschichte mit dem Messer bin ich einfach gekommen, da wir früher, wenn wir unterwegs waren, hatte ich ja letztens schon mal erzählt in der Videoantwort für den Reini Rossmann, da wir die Dinger eigentlich brauchten, wenn wir unterwegs waren. Wir waren beim Angeln und so weiter, und für mich waren die Dinger schon immer Gebrauchsmesser und so weiter. Das hatte sich natürlich in der Jugendzeit so ein bisschen verloren bei mir. Dann habe ich das wiederentdeckt bei einer Sache, und zwar habe ich damals eine Ausbildung im privaten Personenschutz gemacht. Man nennt das immer so ein bisschen so die Königsdisziplin im Sicherheitsgewerbe. Ich habe die Ausbildung dann auch 2008 erfolgreich beendet, mit allem drum und dran, mit Waffensachkunde für die Kurzwaffe und Prüfung für Langwaffe und allgemein so. Die Sachen haben mich eben sehr interessiert, die ganzen taktischen Dinge, die dort eine Rolle spielten, Kampftechniken etc. pp. Ja, und dann kam es eben dazu, dass mein Ausbilder uns relativ frisch gemacht hat und wir dort auch, sag ich mal, die Messerkampftechniken hatten und so weiter, was dazu gezählt hat. Ich mache auch mal für diese Personenschutzgeschichte mal unten einen Link mit rein, dass man sich das vielleicht mal angucken kann. Wer da denkt, dass das irgendwie nur so Käse ist, wo man mal so einen Kurs übers Arbeitsamt macht oder so. Und also sowas war es nicht, es war was richtig Ordentliches. Ja, da kam das irgendwo wieder zurück. Aufgrund dessen, dass unser Ausbilder uns verschiedene Dinge zeigte, war mir wichtig, wie behalte ich mein Messer, wenn ich eins habe, oder wie hole ich mir das von dem, der mich damit bedroht und so weiter. Ja, und da kamen dann eben auch Dinge dazu, wie
entsteht, wie kann man sich innerhalb von 3 Sekunden selber Messer machen. Das geht dann ganz einfach. Ich habe die Fernbedienung von einem TV-Gerät in der Hand, schlag die irgendwo auf eine Kante, das splittert so auseinander günstig, dass ich eine Spitze habe und eine scharfe Kante oder was, dann habe ich eins. Ja, also man muss nicht unbedingt da sowas nehmen, um irgendwo da irgendwas zu machen und so weiter und so fort. Das hat mich eben sehr interessiert. Und da kam das nochmal mit Messern, dann hat man sich eben mit Leuten auseinandergesetzt, die eben auch Ausbilder sind und so weiter. Und bin ich zum Jim Wagner gekommen. Ja. Da kam das irgendwo wieder zurück, so mit Messern. Ich hatte früher schon ein paar Sachen, die sind dann weggegangen, man hat es verschenkt, ist irgendwo im Sande verlaufen und so weiter. 2008 kam ich dann zu dem hier, aufgrund dessen, dass ich nach der Ausbildung in der Notrufzentrale gearbeitet habe. Dachte ich, ich kann das irgendwo mit dem Beruf vereinbaren und habe mir dann eben das geholt. Weil das auch, ich sag mal, einige Einsatzkräfte nutzen und so weiter und man das trotzdem noch im legalen Rahmen benutzen konnte. Das hat einseitig angeschliffen. Hier handelt es sich ums Reality Baseplate. Das ist nichts Besonderes, AOS 8, Alu, liegt super in der Hand. Da kam ich halt dazu und darüber hinaus hat man sich immer weiter informiert und geguckt, was gibt's. Ich hatte aber das hatte mir erstmal gereicht, ja. Und so die Affinität zu Messern und so weiter. Bei uns in der Familie sowieso gängig gewesen. Und darüber hinaus hat man sich dann eben weiter informiert und geguckt. Und so 2012, Anfang 2013 wurde das Interesse immer intensiver. Änderung des Hobbys und so weiter hat dann dazu geführt, dass ich auf YouTube einige Kanäle entdeckt habe, die mich sehr interessiert haben. Das war zum einen der Dennis von Fuwa Forest Films. Ich grüße dich, Dennis. Und dann kam, auf einmal bin ich über einen Kanal gestolpert, das war der Stefan 123321, der mit seiner ruhigen, ausgeglichenen, absolut friedfertigen Art echtes Interesse wieder geweckt hat. Ich grüße auch dich, Stefan, auch kleines Danke an dich. Was dann dazu führte, dass ich mich mal wieder intensiver damit auseinandergesetzt habe. Und dann kam so eins aufs andere. Heute brauche ich sie nach wie vor, immer wieder mal, egal was anfällt. Essenszubereitung dort, hier, zu Hause, unterwegs oder irgendwo anders und allgemein. Ich glaube, in eine Tasche von einem richtigen Kerl gehört einfach ein Messer. Und ob das nun 42a konform ist oder eben nicht, das interessiert mich auch einen alten Scheiß. Ich habe die Dinger nicht in der Tasche, um irgendwen zu verletzen oder irgendwo Scheiße zu bauen, Autoreifen zu zerstechen oder irgendwas anderes. Deswegen, für mich ist ein Messer in erster Linie ein Schnittwerkzeug. Ja, da ist mir auch eine Klinge wie hier wesentlich lieber wie ein Karambit oder was weiß der Teufel. Ich brauche was zum Schneiden, ja, und deswegen habe ich auch gesagt, das ist im Endeffekt, macht das für mich keinen Sinn mehr. Deswegen habe ich das auch nie vorgestellt. Liegt eigentlich nur noch zu Hause rum, wird mal ein Paket mit aufgemacht oder was anderes. Und es kam dann dazu, dass ich mir so ab und zu mal was gegönnt habe, 2013. Und das wird doch nicht das letzte sein. Da kommt mal vielleicht noch was fix dazwischen und vielleicht mal noch so das ein oder andere Spyderco, denn ich bin definitiv Spyderco addicted und was ich auch geil finde, ist einfach das Feature, an der Klingenwurzel ein Stückchen Stahl mehr zu lassen und man hat Flipper. Das ist so eine Sache, die reizt mich natürlich ungemein, ja. Also ich stehe total auf Flipper und von mir aus kann an jedem Messer auch ein Flipper dran sein. Ich stehe auf hochwertige Materialien. Ordentlichen Stahl, schnitthaltig und nicht irgendein Plunder, der mir relativ fix stumpf wird. Also so viel zur Messeraffinität. Wie kommt man dazu und was macht man damit? Mal so kurz geschildert. Also Frank, auf jeden Fall dein Kanal. Ist für mich persönlich eine schöne Erweiterung im Programm. Ich bin zwar noch nicht allzu lange dabei, aber ich wage mir zu behaupten, dass ich jedes deiner Videos gesichtet habe und auch zu dem ein oder anderen Video mal einen Kommentar abgelassen habe. Das, was du machst, finde ich auf jeden Fall super. Das, was du vorstellst, deine Leidenschaft zu den Spider-Gos, ob fixt oder folter, in deinem Kanal geht es hauptsächlich um Messer. Und ich finde auch die Philosophie dazu von dir, finde ich einfach super. Dass du nicht zum Beispiel in der Beschreibung zu deinem jetzt selbst geschmiedeten Messer, wo ich übrigens neidisch bin, brauchst du nicht neidisch sein hierauf, also das ist nur nichts Besonderes, kannst du dir jederzeit irgendwo holen, das Budget, denke ich, hättest du auch dafür. Also ich bin wirklich neidisch über das, was du dir jetzt geschaffen hast,
einfach mal irgendwo einen Schmiedekurs besuchen und sich mal selber Messer machen. Das reizt mich natürlich auch. Ich werde deinen Kanal weiterhin regelmäßig besuchen, kommentieren, die Videos schauen und an der schönen Community, die es so gibt, teilhaben. Ich wünsche dir, wie gesagt, noch viel, viel, viel mehr Abonnenten. Dann aber auch reale Leute, die das so mit unterstützen und die, sage ich mal, denselben Hobby frönen wie du und auch andere. Und wirklich irgendwo einen Bezug zu der Thematik haben im Kanal. Ich hoffe, man bleibt in Kontakt. Tauscht noch eine Menge Informationen aus, die es so gibt. Ja, wie gesagt, ich wünsche dir viel Erfolg weiterhin mit deinem Format. Ich denke mal, da werden noch einige Abonnenten dazukommen. An dem Giveaway habe ich, oder sage ich mal, da habe ich richtig Bock drauf. Ich habe es ja schon mal das eine Mal geschrieben. Das eine Ding gefällt mir optisch ganz gut. Da fand ich die Info von dir gestern auch recht fair. Ja, dass es vielleicht andere Sachen gibt, die besser schneiden. Aber vom Optischen her, ich stehe total auf einen Schwung im Messer. Ja, das ist irgendwo so mein Ding. Deswegen gefällt mir das recht gut. Und was mir auch gefällt, das ist eben was Handgemachtes ist von jemandem, den man zwar nicht persönlich kennt, was man vielleicht mal irgendwann ändern kann. Ich hoffe mal, man trifft sich mal irgendwann wirklich und tauscht sich mal ein bisschen aus. Das ist auch so der Reiz für mich. Ich finde das eben cool, dass sich jemand, der Bock drauf hat und die Mittel zur Verfügung hat, wie ein bisschen Werkzeug. Ich habe hier leider nur ein Dreme. Alles andere habe ich 2008 beim Umzug flöten lassen. Gab keine Werkbank mehr, es wurde alles weggeholt, dort wo ich wohnte. Und im Grunde genommen fehlen mir ja wirklich die Mittel, um das selber zu machen. Da wird da die Soße wieder teurer, wieder braten, wenn ich mir das alles anschaffe. Deswegen muss ich da irgendwo ein bisschen zurückstecken. Aber egal, lange Rede, kurzer Sinn. Ich wünsche dir, wie gesagt, noch viel Erfolg. Ich hoffe, es kommen noch ein paar Abonnenten dazu. Hoffe auf regen Austausch mit freundlichen Leuten. Die, die den Frank, den Supracor, nicht kennen, der Link ist in der Beschreibung. Da klatscht doch mal ein Abo drauf. Schaut euch das mal an. Auch so ein paar Sachen aus der Vergangenheit. Hat viele schöne Sachen. Ich nenne ihn mal Mr. Spider-Core. Das sind so zwei Leute. Der Michael, die grüße ich auch hier, der Indoor-Ranger. Und eben der Frank. Der hat ein paar schöne Sachen. Es lohnt sich auf jeden Fall, da mal reinzugucken und den Leuten ein Abo zu schenken. Ich wünsche euch noch ein wunderschönes, verregnetes Wochenende. Und guckt auch mal hier rein. Wer sein Messer ein bisschen anderen optischen Touch verleihen möchte, ist da auf jeden Fall richtig. Jetzt gibt es neben T-Shirts auch noch Pullover. Scheut nicht davor zu tragen. Der Lukas ist offen für alles. Kommt gut durch den Herbst. Wir sehen uns hier auf YouTube. Stefan, das geht am Montag wieder zurück zu dir. Inklusive einem kleinen Care-Paket. Wir lesen und sehen uns. Bis dahin. Ciao, ciao.